Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, gestern wollte ich noch eine Part aufnehmen, wo ich ein bisschen Reichsschlachten im Papa zeige. Einfach so ein bisschen ohne Waffe herumlaufen und die Kämpfe aufnehmen und so, aber ich hatte keine Zeit mehr, wegen Geburtstag und so. Und heute Morgen ist nichts los. Nur eine Taube sagt mir noch Moin. Und der Schatz kann ich nicht einsammeln. Ja, verzögert sich halt noch ein bisschen, weil ich ja bald mit dem Necromancer hier soweit bin. Bis Level 30 geht es ja noch recht schnell. Und Vollplatten-Panzerhose. Krass. Das ist mal nett. So. Ja. Diese Leute, die schon 500 Franken oder Euro oder Xymerin ausgegeben haben und dann so angeben mit den Protzkleidung und vierfach verstärkten Rüstungen und alles mögliche. Ja, dieser Itemshop, das ist der größte Bug. Der gehört nicht ins Game. Oh je. Ich wollte mal einen Trade-in-Form machen, wo ich als Ironie die wirklich schlimmen Bugs aufliste. Zum Beispiel fliegende Steine oder irgendwelche Textur-Bugs oder so. Richtig wichtige. Und aber ich weiß nicht, ich lasse es, glaube ich. Die Leute haben überhaupt keinen Sinn für Humor, für Ironie und so. Die würden mich ja gleich noch mit dem Tod bedrohen oder so. Nein, lieber nicht. Ich bin froh, dass mich niemand mit dem Tod bedroht. Da muss ich es nicht noch provozieren. Ah, so viele Magneten heute. Okay. 5! Wow. Nice to have. Hm. Wir könnten mit dem Bildschirm ein bisschen herumlaufen außerhalb des Walles. Ja, das könnten wir machen. Aber zuerst gehen wir noch zu Allerhead. Und geben dort ein paar Quests ab oder und nehmen einen Brief an. Sprecht mit Sedi. Okay. Ja, heute Morgen geht es mir wieder gut. Gestern war es mir ja nicht so gut. Erstens, ich habe den Geburtstag gehabt und viel Stress daher. Und ich war ja erkältet. Heute Morgen habe ich immer noch ein bisschen Schleim im Hals, aber sonst ich hasse Schleim. Schleim ist so eklig. Wenn man Asthma hat und dann verkältet ist, dann hat man automatisch noch ein bisschen Asthma, hat man Schleim in der Lunge. Bäh. Okay, hier ist kein Magnaniten. Ich brauche doch mehr Magnaniten. Jetzt habe ich sicher 300 mit den 10 hier. Ja, wir müssen wahrscheinlich oben durch, hier gibt es wirklich nichts. Die Magna-Farmer waren wieder unterwegs. So kann man ganz leicht an Top-Rüstung kommen und so. Und sich hochleveln können, kann man auch. Aber ich mache das nicht. Ich werde über Magnus wahrscheinlich keine einzige Ausrüstung holen. Eher wenn mir jemand etwas schenkt oder... Ja, ich bin kein Händler. Also in den Games, in den Online-Spielen, ich bin nie der Händler. Ich kann nicht handeln. Ich will nicht handeln. Und alles von selbst mir farmen. Okay, werde ich wahrscheinlich später dann nicht mehr so können, weil die Leute dann mich irgendwie beschenken wollen. Und das kann ich ja nicht so gut ausschlagen. Aber ich muss sie ja da nicht equippen. Wenn ich ein mega gutes Zweihandschwert bekomme oder so ein Einhandschwert und noch ein anderes dazu, ein Linksschwert, so etwas bekomme, ich werde es wahrscheinlich gar nicht ausrüsten. Ich werde es weiter verschenken. Nein, ich werde es natürlich nicht weiter verschenken. Aber ja, man hat einfach so ein ungutes Gefühl, wenn man Cellphones spielt
Und dann plötzlich kommen alle Leute und wollen mich beschenken. Ist schon gut. Es ist ja eine Wertschätzung, oder? Das ist toll, wundertoll, aber man kann sich ja auch mit Likes oder mit Abonnieren oder mit, was gibt's noch, Teilen bedanken. Man muss doch nicht irgendwelche Ausrüstung mehr schenken von, warum danach? Ja, weil ich hatte das Ding schon mal gehabt vor ungefähr 3-4 Tagen, dass ich einfach mal beschenkt worden bin. Und ja, ist halt ein bisschen nervig. Also nicht. Nervig ist einfach das Umsetzen, weil man ja handeln muss. Und dann kommt der Handelsscreen, der ploppt einfach auf, plupp. Und ja. Da fühlt man sich ja so ein bisschen geschmeichelt, aber ich bin nicht gern geschmeichelt. Es ist doch gut, dass man schenkt, aber eben nicht genau so. Zum Geburtstag habe ich jetzt zum Beispiel gar nichts bekommen, also geil. Und ja, das ist gut so. Ich bin jetzt wirklich nicht der, der Geschenke braucht. Ich hatte früher immer die Geschenke nicht gemocht. Ich hätte immer irgendwelche Legos oder sonstiges bekommen und ich war mit 3 schon ein Profi-Gamer, sozusagen. Und deshalb waren das auch schlechte Belohnungen für meinen Geburtstag. Na, der läuft immer noch herum. Nein, ich stärke zurücksetzen. Da. Quests. Oh, Tunika des Lichtes. Trainieren. Was wollen wir? Ah, wir haben noch kein Level up. Mäh. Mäh. Nun gut. Hier abgeben. So. Und hier drüben abgeben. Gut, dann können wir hier auch noch annehmen. Wir haben noch 2. Auch von mir aus in die fikanische Zone. Und da drüben ist nur noch eine. Ich will noch eine Quest. Dann habe ich 5. Ne. Auch von mir aus. So, jetzt gehen wir. Mal kurz schauen, wohin wir müssen. Ja, Melikati. Also gehen wir nicht nach Melikati. Und gehen in die Warzone und schauen uns ein bisschen um. Lassen uns ein bisschen killen. Bisschen killen, 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 kitzeln, killen, killen. Und nochmals kitzeln. Also. Mit Level 22 rocken wir jetzt die Warzone. Und haben überhaupt keine Angst von diesen mega gut ausgerüsteten, suchsüchtigen Megaspielen. Ja. Ich habe das Pferd Schattenmähne genannt, wegen Skyrim. Und ich glaube in einem Game war noch Schattenmähne. Weiß ich jetzt nicht genau welches. Ah, in Oblivion. Genau. Da tat ich Schattenmähne, weil ich die Bruderschaft gemacht habe, die dunkle Bruderschaft. In Skyrim habe ich sie nicht gemacht. Also die Diebesgilde habe ich da nicht. Doch, ich habe sie gemacht. Hab die Schattenmänner ab dort gelassen, dort wo sie stand, wo man sie bekommen hat. Ich habe sie nie benutzt. Weil sie hat zu leichte Steuerung und ist zu ja nicht zu schnell, aber einfach viel zu wendig. Und ja. Da finde ich die Steuerung hier bei Champions of Regnum sogar noch besser. Ja, und jetzt hat ja Metin 2 Let's Play begonnen. Freut mich, dass es so beliebt ist. Es ist halt nicht ganz so gutes Spiel wie Champions of Regnum. Aber, noch ein Magneten, sehr gut. Aber eben, es ist auch älter und... Lol, ich habe mich gedreht. Ich mache die Minimap auf und drehe mich. Weshalb?
Also Warzone, wo bist du, komm? Gehen wir in die Warzone. Wie lange geht das noch? Diesen Weg, der führt in die Warzone. La la la, tralala. Nichts handeln heute. Mir egal, ich muss ja nicht haben. Oh, schön unter dem Torbogen. Durch. Ja, Torbogen, einem Felsbogen. Da muss ich da irgendwie kurz etwas trinken, aber mit der mit dem Finger auf der Taste geht das schlecht. Ja, okay, ich muss kurz stoppen. Ah, ich ertrockne. Das ist so eklig, wenn man erkältet ist und dann alles trocken hat. Und wenn man wenn der Hals so trocken ist, dann macht der Hals weh und ah, shit. Noch kurz ein bisschen rüber hier. Hier hat es doch irgendwo Magneten. Die suche ich gerade. Ich bin schon wieder süchtig nach Magneten, obwohl ich eigentlich die nicht brauche. Ja, süchtig wird man schnell, aber davon wegkommen kann man sehr, sehr langsam. So, wir gehen mal zum Schammelfort und schauen dort. Ja, bringt noch nichts. Wir gehen zu den Zürten. Ich will unbedingt auf den Baum. Ich will auf den Baum am Herbvor. Am Herbband. Da will ich unbedingt noch erreichen heute. Ich beende den Part nicht, bevor ich dort überlebend ankomme. Oh, nochmals ein Torbogen, also ein Felsbogen zu unterreiten. Yay. Ich frag mich, ob hier drinnen irgendwo ein Magneten ist. Die backen manchmal einen Felsen rein. Der Felsen sieht so aus, als würde er richtig verpackt sein. In innen so richtig viele Monster und so haben. Und wie sind die Schlangen los? Yay! In welchem Game war das, wo man rund unter den Bögen durchfliegen musste? Oder fliegen oder schwimmen? Ich glaube Wave Race auf dem Nintendo 64. Da gab es irgendwelche Ponys, wenn man es geschafft hat. Die waren ganz klein. Ah, ich glaube, das war so die Tore, die man durchgehen musste. So, ihr Sylten, killt mich mal. Ich hab so richtig viel Bock. Ihr bekommt auch viele Warzone-Punkte über. Ihr bekommt so um die 3 oder so. Ich bekäme, wenn ich die töten würde, ungefähr 200. Weil ich halt ein niedriges Level habe. Aber ich denke, es sind sowieso momentan in der Warzone eher so Level 40er. Wieso ist das Ding so weit außen? Das Reichsrelikt. So, wo haben wir jetzt die Wächterlehrlinge? Ja, die sind noch unmöglich. Nichts ist unmöglich, ich glaube sie trotzdem tot. Also, wo habt ihr hier den... oben, okay. Ja, stimmt. Da vorne ist der Turm. Dachte hinten. Kriegszuversicht haben wir auch. Sehr schön. Also, es wird noch ein schöner Part. Die Hälfte ist erst um. Ich freue mich, die Hirten ein bisschen zu necken. Ich liege hin. Also, ruhe mich aus, wenn einer mich angreift. Das ist optimal. Das letzte Mal habe ich immer getanzt. Die haben mich einfach ignoriert. Wenn ich doch tanze, wieso greifen sie mich an? Die wollen unbedingt meine Warzone-Punkte, gell? Stimmt's? Die hätten lieber das machen können sollen, dass man Warzone-Punkte minus bekommt, wenn man Unterleviger angreift oder Leute, die trollen. Ach komm, ich will hier hoch. Voll der Wall. Wer hat hier den Wall angehängt? Baut zu der Erdwall.
Wie kommt man jetzt am besten? Ja, das ist die gefährlichste Brücke. Man könnte die benutzen. Aber hey, wir wollen doch auf volles Risiko gehen. Wir gehen genau auf sie zu. Dafür müssen wir noch ein bisschen nach rechts. So. Spannung pur. Hier im Let's Play von Drago. Part 28 oder so. Weiß ich jetzt nicht genau. Ihr wisst es, weil es oben steht. Aber ich bin der, der stinkt. Der abstinkt. Der kläglich abstinkt. So, hey, wo sind die Syrten, wenn man sie mal braucht? Ich will mich killen lassen. Das freut mich so. Ich frag mich, ob ich mit einem Händler handeln kann. Denk schon, oder? Wir mal ein bisschen Händler-Sightseeing-Tour machen. Ja, mir geht's gut momentan. Momentan bin ich noch am Stück, aber später werde ich wahrscheinlich zerkloppt. Dann werde ich sowas von verfleischt. Oh, da gibt's Löwen. Aber diese Schäkerin, diese Enkel. Da muss ich ein Beet machen. Genau so. So mache ich das Beet. So. Aha. Okay, der Troll badet. Ich hoffe, die Aufnahme geht noch. Moment kurz. Jetzt auf jeden Fall. Ich habe irgendwie die Dinge FPS-Anzeige einfach ausgeschaltet. Ja, ich habe jetzt keinen Screen gemacht. Ich mache einen Screen nochmals kurz. Er scheint als Sprecher eine andere Sprache. Da, unbedingt hier. Da kann ich den. Jo. Das ist die. Das ist die. Okay. Ah, ich weiß welche Taste. F12. F11. Ja, egal. Ah ja, ich kann Print Screen drücken. So. Screenshot saved. Lol. Ah, das ist von Steam. Gut. Dann habe ich ein schönes Bild von meinem Arsch und von dem Pferd aus seinem Arsch. Ja, freut mich. So, jetzt steht beim Südisch Chat dann Angriff, ein schwerer Angriff kommt. Er rollt nieder, der Sturm. Ich glaube ein paar Schätze von den Süden. So. Es ist nicht los. Es ist doch nicht mehr so früh, Mann. Es ist 8 Uhr. Es ist 8 Uhr. Ich frage mich, was das für eine Zeit ist. Also die Stunden ist es nicht. 30 Stunden gibt es doch nicht da. Oh. Der Boss hier, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, aber er ist nicht hier. Einer heißt Torik. Toruk. Einer heißt Ra. Und dieser hier. Keine Ahnung. Ein Fels holen wir noch von Syrten. Vom Syrtenreich ab. Was ist jetzt? Wollt ihr nicht kämpfen? Hallo. Warte. Syrten. Syrtisches Filet. Syrtisches Filet. Bla 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 bla. Und dann gehen wir noch fischen. Ins Eisenreich. Ah, da ist es. Ich greife jetzt von hinten an. Ha! Ihr werdet untergehen, Syrtenreich! Syrtisches Reich ist so qualvoll, stinkig. Nein, nein. Es ist niemand hier? Niemand am Herbwind. Hm, schafft ihr es? Hm, schafft ihr es? Greift ihr mich an?
Ich will nur auf den Baum. Ich will nur auf den Baum. Ich bin hier mit in diplomatischer Mission. Der Equip braucht einen Stab. Nein, das mache ich jetzt nicht, sonst verliere ich. Da sind ein paar. Da sind ein paar. Lol. Meine Syrten, sie es hocken ein paar dort, die sind wohl AFK. Nein, ich bin... Oh, schlimm. Eine Wache, yes, ich bin nicht von einem Spieler umgebracht worden. Stimmt, die Wachen. Ja, du Gary, wenn die um mich absniben, also die erkennen mich sofort und so. Lol, eine Wache hat mich getötet. So. Naja, mit Level 22. Gut, also das war die Erkundung von... Das war die Erkundung vom Syrtenreich. Jetzt kommt das Eisenreich dran. Gehen wir auch mal zum Bind oder so. War ein geiler Ausflug. Der Draco wieder mal. Ah, das ist ein nettes Spiel. Der ist so sehr, mit dem habe ich schon gekämpft, als ich noch extrem schwach war. Ah, da ist er. Ich gehe mal mit. Ich gehe einfach mal mit ihm mit. Der hat einen Helion. Der Spinner. Der gibt ungefähr 1 Million aus. Fahren mal 75. Wie viel kostet der Helion? Ja, ich glaube irgendwie 5. Ja, 30.000 jetzt wegen dem Jubiläum. Aber irgendwie mit etwas 70, glaube ich, oder so kostet er. 70 Euro! Puh, diese Wochenpreisenrechnung. Die spinnen diese MGD Studios. Diese Argentinier, die spinnen. Da werde ich mal ein bisschen necken. Ich werde sofort sterben. Was? Gehen Sie weg? Ich lauf weiter. Ich lauf schnell weiter. Aha, weil das Manny vor Ort angegriffen wird. Okay, gehen wir mal zum Manny. Nein, ich gehe nicht. Ich kann sowieso nicht helfen. Zeigen wir später mal. Wir gehen ein bisschen jetzt hier rein. Ein Berggoblin-Schamane, wieso ist der aus? Wieso ist das so schwach? Ist das in die Einheiten hier, Monster so schwach? Ja, ja. Zwei! Okay. Und ein Zombie. Und dann eine Ranke. So. Oh, ich werde getötet. Oh Mann. Oh, schlimm. Oh Mann. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Boah, sind das viele jetzt. Sechs. Level 3, ja. Ich glaube, ich habe Level 3. Ein bisschen am Ork-Camp herumkommen. Ich habe die guten Beschwörungen, die beschützen mich im Kampf gegen die Orks. Oh, schaut mal her, Ork-Krieger. Das ist doch mal was. Also, am Ende des Parks gehe ich zum zum Fort von diesem Argusbock vor Bind hoch oder rüber und lass mich töten. Von einer Wache. Nicht von einem Spiel, nein, ich bin unfair. Also, ein Kampf gegen so einen Ork-Krieger. Schlechter Ballast. So, wieder mal ein interessanter Part.
ja, sag schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen für die, die jetzt schon abschalten wollen. Oder den nächsten Part anschauen. Oder irgendwas für ein Video einschalten wollen. Und ich laufe jetzt hier hoch. Schön genüsslich. Wir machen es spannend. Wohin? Wir gehen ins Fort. Wir gehen zum Fort. Weil beim Band könnte es sein, dass man das Spiel mich sieht. Also sollen wir vom gigantischen Steingolem zerkloppt werden. Könnten wir auch. So ein bisschen Mousse wäre schön saftig. Dann sieht man so richtig in Splatter-Effekten die Blut... die Blutmengen am Boden. Blutlachen. Oh. Ich möchte in den Geheimgang rein. Wo ist der Geheimgang von diesem Fort? Aha, mit Error. Okay. Error. Ja, unexpected Error. Mal wieder. Was? Diese Spiele befindet sich bereits in einer Welt. In der Welt. Das kann einem Fehler liegen. Meldet ihn unter Support. ngdstudios.com AR. Argentinien. Aha. Ja. Ich beende diesen Part mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.